Hallo YouTube-Fans. Heute präsentiere ich euch einmal ein anderes Projekt von mir. Und zwar folgendes. Ich habe hier einen SDK 500 Programmer von Attel. Da drauf habe ich diesmal einen ATmega 328P. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich den in Gang bekommen habe, da der mit anderen Registerbefehlen arbeitet. Bis ich das mal durchblickt habe, weil ich das ein bisschen anders gewöhnt war beim ATmega 8, hat es halt eine Weile gedauert, aber ich habe es dann trotzdem hinbekommen. Und habe hier mal eine kleine Applikation aufgebaut mit einem Analog-Digital-Konverter, der halt im Mikrocontroller vorhanden ist, um dort die Befehle optisch anzuzeigen. Beim ATmega 8 war ich jetzt halt gewöhnt, dass der eine Referenzspannung von 2,56 Volt hat. Der ATmega 328P, der hat halt 1,8 Volt ungefähr oder 1,1 Volt, näheres im Datenblatt. Ich habe mal probiert auf 3,3 Volt hinunter zu regeln am SDK 500, bei dem kann man das nämlich ganz schön machen von 1 bis 5,1 Volt. Also da hat man dann eine Betriebsspannung hier laufen von 3,3 Volt und zapfe ich mir natürlich vom SDK 500 ab und führe es hier zwei Potes zu und möchte nun hin und her schalten bei den Analog-Digital-Konvertern zwischen Kanal 0 und Kanal 1. Derzeitig sieht man, da hier die Brücke offen ist, dass das hier Kanal 1 ist. In Kanal 1 habe ich ein bisschen herumexperimentiert, um ein paar Filter einzubauen. In dem Fall ist das hier ein Body mit 47 Kiloohm. Dann kommt hier ein Vorwiderstand mit 47 Kiloohm, ein Elko mit 10 Mikrofarad, dann ein Widerstand mit 180 Kiloohm, dann hier ein Widerstand mit 4,7 Kiloohm. Hier wird also ein kleiner Spannungsteiler aufgebaut. Hier wieder ein Elko zum Buffern der Spannung, die zum Analog-Digital-Konverter kommt. Dann ein 470 Kiloohm Widerstand. Und dann hier wieder ein kleiner Elko mit 1 Mikrofarad. Und führst dann hier dem Analog-Digital-Konverter zu. Wie ich es heute schon vom ATmega 8 gewöhnt war, die ADC-Eingänge sind alle ziemlich empfindlich und hochohmig. Und deshalb habe ich hier ein paar Filter drinnen, falls die Leitungen zu lang werden sollten, dass hier keine unnötigen Störungen in den Mikrocontroller einstreuen können. Wichtig ist halt, ich habe jetzt hier nur den Elko drinnen, an jedem Pin sollte man extra noch einen Keramikkondensator zwischen 10 und 100 Nanofarad einbauen, oder gegebenenfalls vielleicht auch noch eine kleine Ferritkernspule oder irgendeine Miniaturinduktivität, um wirklich sicher zu gehen. Aber für einfache Zwecke, zum Beispiel für eine Lautstärkeregelung über einen Inter-IC-Bus, wie ich es halt so gern halt mit einem Body mache, dann, wie man es von alten Radios gewöhnt ist, also mit einem Body die Lautstärke einstellt, ist es halt ideal und ausreichend. Das Programm, das hier da drauf läuft, hat hier einen Pull-Up-Widerstand, der mit plus 300, also plus 3,5 Volt verbunden ist, oder plus 3,3 Volt. Der ist am PC2-Anschluss angeschlossen und hier mit einem kleinen Umschalter kann man dann zwischen den zwei Analog-Digital-Konverter-Kanälen wählen, also zwischen ADC0 und ADC1. Ist in dem Fall hier der Schalter geschlossen, ist ADC0 in Gebrauch, wird optisch angezeigt, ist der Schalter offen, ADC1. Ich habe ein bisschen experimentiert, zum Beispiel der ADC0-Eingang läuft noch immer genauso wie hier, aufgebaut halt mit Keramikkondensatoren und Elkos. Danach habe ich hier mal beim ADC1-Eingang sowas probiert. Hat auch gut funktioniert, aber für die Lautstärke, glaube ich, werde ich eher dieses System verwenden. Ist nämlich ein bisschen übersteuerlicher und die Bauteile sind meistens immer vorhanden. Zum Aufbau. In dem Fall haben wir hier jetzt Kanal 1. Und wenn man hier jetzt Richtung Masse dreht, sieht man, wie sich die LEDs ändern. Übrigens, die LEDs, die leuchten, sind die LEDs, die auf Nullpegel gezogen sind. Wenn eine LED aus ist, dann bedeutet das hier in dem Fall eine 1. Nun schalte ich
auf den anderen Kanal um. Da sieht man schon. Wenn ich jetzt hier an diesen Potti drehe, sieht man gleich, dass sich auch hier die Spannung ändert und das optisch angezeigt wird. Ich könnte zum Beispiel auf den anderen Potti drehen, hier ändert sich nichts, da ich auf den anderen Kanal umgeschaltet habe. Und in dem Fall, wenn ich hier die Brücke wieder löse und der Pull-Up-Widerstand aktiv ist, kann ich hier drehen auf den Potti und es ändert sich nichts. Hingegen, wenn ich dann wieder auf den anderen Potti drehe, ändert sich dann wieder die Ausgangsspannung. Das Programm werde ich natürlich noch hochladen und zum Download bereitstellen, inklusive einen kleinen Mini-Schaltbild, um das Ganze genau zu veranschaulichen. Ich habe das Programm übrigens im Assembler geschrieben. Zwar nicht jedermanns Sache, für mich allerdings übersichtlicher. Und ja, man kann es mit dem SDK 500, so wie ich hier aufgebaut habe, probeweise aufbauen oder generell komplett auf dem Steckbrett oder vielleicht auf einer Platine. Die Analog-Digital-Konverter sind eine recht feine Sache, man kann recht viel mit diesen Eingängen machen. Der ATmega 328 verfügt nämlich über einige davon. Alle Werte kann ich sowieso nicht nutzen, vor allem bei meinen Projekten, wie ich schon festgestellt habe, da ich ja halt bevorzugt den Inter-IC-Bus-Pins verwendet, die schon auf den Mikrocontrollern vorhanden ist und da nicht durcheinander kommen möchte, weil ich es mir einfach da besser merken kann. Und werde halt vielleicht höchstens die Hälfte davon nutzen können. Drei werde ich meistens sowieso immer in Gebrauch haben. Also so viel zu diesem kleinen Miniaturprojekt und diesem Anschauungsvideo. Na gut, man hört sich vielleicht wieder einmal. Also, bis dann.